Und der Bahnhof, der mir immer so mit am wichtigsten war, war der Bahnhof Bochum-Präsident. Ich habe mal aus der Maps Möglichkeiten, die es heute gibt, den Bahnhof rausgesucht. Ein Bahnhofsplan so in der Form, der stand mir nicht zur Verfügung. Und will jetzt erstmal den betrieblichen Ablauf so ein bisschen skizzieren. Es war also so, dass der Bahnhof eingepackt war von dem eigentlichen Fahrdienstleiter Stellweg Präsident, das sich hier befindet, vielmehr da an der Stelle, und dem Weichenwetter Stellweg PW. Im oberen Bereich sehen wir die durchgehende Güterzugstrecke von Bochum Nord nach Gelsenkirchen-Wattenscheid, weiterführend nach Essen Nord. Und hier im unteren Bereich die Werksbahngleise der Firma Krupp. Der jetzt im Wesentlichen funktionsbindende Übergabebahnhof Timmernshof befindet sich wesentlich weiter im Westen und war für uns als Wagenmeister der Deutschen Bundesbahn damals letztlich uninteressant. Wir bekamen die Züge, die zu untersuchen waren, hier in den klassischen Bahnhof Präsident gestellt und das, was wir abgearbeitet haben und wagentechnisch untersucht haben, hat sich hier in diesem Bereich abgespielt. Das war so aufgebaut, dass wir hier außen das Gleis 27 hatten. Das war das längste verfügbare Gleis. Und das dann nach innen abzählend bis zum Gleis 21 ging. Und dann kamen die beiden Gleise der Güterstrecke Essen Nord, Bochum Nord. Was wir noch sehen, ist die Strecke der Nokia-Bahn von Riemke nach Bochum Hauptbahnhof und ganz, ganz wichtig, auch in den Geschichten, die ich erzählen werde, immer wieder vorkommend, diese sehr enge Kurve hier oben vor dem Stellwerk P, und zwar ist das die Strecke Bochum-Riemke-Bochum Nord. Das ist eine sehr enge Kurve, die unmittelbar danach in eine Steigung geht. Diese Steigung ist ja doch ordentlich. Da werde ich auch noch darüber berichten. Es wird auch noch so einiges an lustige Geschichten geben zu dem Thema. Das war also auch das, was man von der Wagenmeisterbude, die befand sich hier an dieser Stelle, gut sehen konnte. Da war also Sichtverbindung drauf. Ja, und das war letztlich unser Reich. Es gab hier an dem Punkt eine Treppe nach oben in den eigentlichen Krupp-Bahnhof und hier nochmal eine Rangiererbude. Und diese Treppe, die hatte bei uns den Namen Treppe der Hoffnung. Jetzt wird man sich fragen, woher kommt das? Ja, viele Kollegen erreichten ihren Dienst dort mit der S-Bahn. Das heißt, die liefen vom S-Bahn-Bahnhof Bochum-Ehrenfeld durch das Krupp-Gelände hier runter an den Dienstposten. Und wenn dann Feierabend war, dann mussten sie die Treppe natürlich rauflaufen. Und deswegen hieß die Treppe Treppe der Hoffnung. Ja, also dieser Container, der hier stand, das war eine ganz einfache Bude. Und wenn ich das aus den 80er Jahren beschreiben soll, wie das Arbeiten da war, es war schon merkwürdig. Also diese Eisenbahncontainer, diese Buden, diese Eisenbahngebäude hatten zu der Zeit einen Geruch, der für die Eisenbahn irgendwie bestellt war. Den fand ich nur in Eisenbahngebäuden wieder. Ich weiß nicht, woran das lag. An den Farben, an dem Mobiliar. Ja, und was war da für ein Mobiliar drin? Da war ein einfacher Schreibtisch drin, ein ganz einfacher Holzstuhl. Und eine Luftheizung. Und diese Luftheizung kannte nur zwei Zustände, entweder brüllend warm oder eiskalt. Es gab keinen Zwischenzustand. Also da Dienste zu schieben, war jetzt kein großes Vergnügen. Die Dienste teilten sich rund um die Uhr von Früh-, Spät- auf Nachtdienst. Und der Spätdienst war mit zwei Mann besetzt, weil, und jetzt wird es interessant, der Spätdienst einen Zug in Bochum Präsident untersuchte und dann nach Bochum Hauptbahnhof fuhr, sprich nach Ehrenfeld. Da fuhr abends eine Übergabe nach Wanne und danach sogar noch nach Riemke fuhr, aber das werde ich in dem Teil Riemke besprechen, um dort einen Zug der Firma Bergrohr abzunehmen, Richtung Bremen-Groland. Der fuhr fast werktäglich und das war also so eine Art gemischter Dienst. Ansonsten, das mag man heute gar nicht mehr glauben, wenn man diese neue Struktur der Stadt hier sieht, war das eine ganz, ganz abgelegene Geschichte. Man hat also wirklich an Wochenenden da ganz alleine gesessen
und nicht geglaubt, dass man sich in einer Großstadt befindet. Es war Totenstille und oftmals habe ich mir Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit dir, wenn dir hier irgendetwas passiert? Und so einen Fall hatten wir. Wir hatten einen Kollegen, Friedhelm Müller, schon lange verstorben, deswegen kann ich den Namen auch vollumfänglich nennen. Der hat also das Pech gehabt, ich blätter nochmal zurück, dass hier in dem Bereich waren nur Schrottplätze. Schrottplätze und es liefen da sehr merkwürdige Gestalten rum. Also wenn man da mal durchgegangen ist, kam einem innerhalb von wenigen Minuten mehrere tausend Jahre Zuchthaus entgegen. Dementsprechend gab es dann hier bei den Schrottplätzen auch Hunde. Und da ist dann mal sonntags im Nachtdienst um 23 Uhr ein Hund ausgebrochen, ein wirklich gefährlicher Hund, ein Dobermann, hat den Kollegen verfolgt und der Kollege hat sich gerettet auf einen Güterwagen oben auf den Obergurt gesetzt und musste tatsächlich da bis montags morgens 5 Uhr verharren, weil das ist eine Besonderheit gewesen. An Wochenenden war die Strecke zwischen Bochum Nord und Gelsenkirchen-Wattenscheid weiterführend nach Essen Nord zu. Die wurde samstags um 17 Uhr geschlossen und erst montags morgens um 6 Uhr wieder geöffnet. Das heißt, der Weichenwärter auf PW war erst montags morgens wieder im Dienst. Und er kam dann mit seinem Auto hier längs gefahren und sah die Lampe, die nur noch glimmte, den Kollegen winken, stieg dann aus und sah den Hund, der Wache schob vor dem Güterwagen. Ja, was war passiert? Bahnpolizei verständigt und selbst die Bahnpolizei, die als Hundeführer ausgebildet sind, waren nicht in der Lage, den Hund unter Kontrolle zu bringen. Die mussten ihn erschießen. Das war nur so ein Ausflug in eine Geschichte, die man kaum glauben kann, aber die tatsächlich so passiert ist. Und ich möchte nicht in der Haut von Friedhelm gesteckt haben. Also das war mit Sicherheit nicht lustig. Also man war da sehr einsam. Es war ruhig. Am Wochenende haben ja die Hüttenwerke auch sehr eingeschränkt gearbeitet. Und man hätte nicht geglaubt, dass man sich in einer Großstadt befindet. Ja, das ist der Blick vom Stellwerk P in Richtung Bochum Nord. Wir sehen hier die beiden Richtungsgleise nach Riemke, diese besagte enge Kurve, und sehen hier im rechten Bildrand quasi die Ausfahrt aus dem Bahnhof Bochum-Präsident Richtung Bochum Nord. Und unmittelbar hinter dieser Kurve beginnt eine Steigung. Da würde man jetzt im ersten Moment sagen, wo denn? Was ist denn da? Ja, und das ist jetzt auch ein Thema. Ich blätter nochmal zurück. Das so ein bisschen den Betriebsablauf darstellt. Es war also in der Zeit, wo ich in Bochum Präsident Dienst geschoben habe, Hochkonjunktur der Stahlindustrie. Die Züge unglaublich ausgelastet, die Frequenz der Züge hoch. Es gab Lokmangel. Es wurde also mit allen Mitteln versucht, das, was die Stahlindustrie produzierte, auch abzufahren. Und wir hatten ein Zugpaar pro Tag Richtung Kreuztal, Weidenau. Und diese Züge bestanden aus Schwenkdachwagen mit Coils, waren also sehr schwer und wurden in der Regel im Gleis 21, 22 oder 23 zusammengestellt. Man muss sich vorstellen, dieser schwere Güterzug stand also jetzt über die gesamte Nutzlänge hier im Bahnhof und die Ausfahrt aus Präsident Richtung Bochum Nord ging auf zwei Flügel, also HP2 mit 40 km/h. Das konnte aber keiner mit dem schweren Güterzug erreichen. Das heißt, das Problem war, dass er sich sehr, sehr, sehr mühsam die Steigung raufquälen musste. Und da haben wir dann als Eisenbahner einen Trick angewendet, mit Zustimmung der Firma Krupp und der Fahrdienstleiter von Krupp. Wir haben diese Züge zurückgedrückt. Denn hier Richtung Thiemannshof ging es bergan. Und die wurden zurückgedrückt und dann konnte dieser Zug Anlauf nehmen. Er konnte also regelrecht Anlauf nehmen und auch tatsächlich die 40 km/h hier in der Übergabe mit der Schutzweiche, hier war noch eine Schutzweiche und Prellbock, erreichen. Und dann war es relativ gut bei trockener Schiene auch die Steigung nach Bochum Nord raufzukommen. Und so begab es sich dann, dass ich eines Tages einen etwas älteren Kreuztaler Lokführer hatte und bei der Bremsprobe dann sagte: Pass auf, Kollege, du hast ja Grenzlast. Grenzlast waren, lass mich nicht lügen, 1200 Tonnen unterstrichen im Buchverband, ja, 1200 Tonnen. Das wird schwierig, ist noch Nieselregen. Also wir haben nicht gerade beste Bedingungen, was den Reibwert angeht. Also irgendwo ist ein Mikrofon auf. Mal bitte eben gucken, wer es ist und das abschalten, sonst ist der Vortrag so ein bisschen gestört. Okay, also
Ja, das war also das Prozedere, was wir zu 99% angewendet hatten. Und ich habe dann also dem Kollegen gesagt, pass auf, wir machen dir ein Angebot, du kannst zurückdrücken, Schwung holen und dann die Steigerung mit Schwung nehmen. Und dann guckte der Kollege mich aus dem Führerstandsfenster an, legte seine Hand an die Stirn, in die Weite blickend und sagte zu mir, wo sind denn hier Berge? Und es war schon immer mein Prinzip, beratungsresistente Kollegen einfach so zu belassen. Und was passierte natürlich? Er blieb liegen. Er war noch gar nicht ganz mit dem letzten Wagen hier in der Weiche. Dann stand die Fuhre und wir hatten das Dilemma vorausgesehen. Auf dem kleinen Dienstweg kam dann die Rangierlok von Krupp und schob ihn an. Aber dicke Verspätung, Haufen Ärger mit dem ganzen Kram. Also das war wirklich nicht ohne mit der Steigung nach Bochum Nord. Und das machte sich ganz besonders deutlich am Montagmorgen, weil die Firma Krupp unheimlich gerne Wagen sammelt übers Wochenende. Die bekamen ja unglaublich viele Einzellieferungen, Bleche, Kleinkram, Material, E-Wagen waren da drin, also offene Güterwagen, gedeckte Güterwagen, Flachgüterwagen. Und dieses Gleis 27 stand dann montags rappelvoll. Und das ging einfach nicht ohne Vorspann oder Drucklok. Und dazu muss man sagen, dass mit der Drucklok, das war immer ganz, ganz, ganz schwierig. Gott sei Dank kannten sich dann nach den Jahren die Lokführer sehr gut aus. Er durfte nicht zu stark nachschieben, weil diese Gleisverbindung raus aus dem Bahnhof in die Steigung nach Nordrhein hatte schon mal zu einem schweren Unfall geführt. Wir werden auch gleich noch ein Bild sehen. Unmittelbar hier in diesem Bereich, wo ich jetzt mit dem Laser hingehe, ist der ehemalige Bahnsteig vom Bahnhof Bochum Präsident gewesen, vom Personenbahnhof Bochum Präsident. Und da ist es tatsächlich mal passiert, dass die mit einer 150, also mit einer E50 nachgedrückt haben und es wohl zu einer Überpufferung gekommen ist im Bereich des Bahnsteigs und das eine riesen Entgleisung gegeben hat. Deshalb sind wir manchmal einfach dazu übergegangen zu sagen, okay, wir drücken nicht, wir schieben nicht nach, sondern wir setzen davor und kuppeln dann lieber im Bochum Nord die Lok ab und die fährt dann LZ zurück nach Präsident. Das war in manchen Fällen wirklich gut geraten, weil das Problem ist, die Züge sind nicht immer gleichmäßig gebildet. Hat man also vorne schwere Wagen und hinten leichte Wagen, dann ist das in der Kurve, in der Steigung gut möglich, dass die Fahrzeuge rausgedrückt werden. Und das war also tatsächlich auch passiert. Ja, was fuhren sonst noch für Güterzüge? Ich hatte fast vergessen, in der Reihenfolge zu nennen, das Wichtigste war der Rheinländer. Was war der Rheinländer? Der Rheinländer bestand aus den Zugnummern 58760 bis 768 und transportierte Warmbrammen von Duisburg-Rheinhausen nach Präsident in die Walzstraße. Und letztlich wurde von Krupp hier Feinblech aus diesen Brammen gewalzt. Und diese Züge wurden nur mit der 50er oder 51er bespannt, von Dortmunder Personal gefahren. Und das war Planpersonal. Das heißt, man kannte die Kollegen alle. Da waren dann so illustre Namen dabei wie Lampen Werner oder Amtmann Nolte oder Neckermann. Ich weiß bis heute nicht, wie der Kollege Neckermann richtig hieß mit Namen. Der hatte irgendwann mal den Spitznamen Neckermann gekriegt und er hieß einfach nur Neckermann. Oder Günther Volkmann, man kannte sich, man wusste, wie man arbeitet. Das war alles überhaupt gar kein Problem, das lief Hand in Hand. Und das war auch das Wichtigste. Diese Züge führten zeitweilig auch Thermohauben mit. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die Bildergalerie. Das hatten wir ja schon gesehen. Hier mal der, das habe ich irgendwo gefunden, der Schaltplan der Fahrleitung. Da sieht man nochmal die enge Kurve von Riemke kommen sehr gut. Und hier die Schutzweiche mit dem anschließenden 5000 Hz-Magneten, also einem Prellbock. Ja, und das ist das Gleis 27 und ihr seht dann bis 21 runter und blau und rot sind gezeichnet die beiden Hauptgleise. Ja, das ist übrigens das Stellwerk Bochum Präsident von der anderen Seite. Was wir hier im Vordergrund sehen, ist die Kurve, die von Riemke kommt und dahinter quasi die Einfahrt zum Bahnhof Bochum Präsident. Oben über die Stahlbrücke pendelten zu der damaligen Zeit noch die ETA 150, die ja allseits bekannt sind im Ruhrgebiet. Das mal ein Blick in das Stellwerk P, oft genug oben gewesen, weil wir später dann auch mit ITS, also mit Datenabfrage, Bremszettel ausgedruckt haben und der Drucker war oben auf dem Stellwerk. Das heißt, wir haben Wagenlisten und Bremszettel mit ITS geführt. Das war der Vorläufer der heutigen Digitalsysteme, damals noch mit Matrixdrucker und TA-1069 Computern der Adlerwerke in Wilhelmshaven. Also das war alles Vorfluttechnik.
Ja, ein Blick in Stellwerk P und jetzt ein wunderschönes Bild von meinem Freund Frank Schwanberg, das er mir zur Verfügung gestellt hat. Ihr seht hier richtig klassisch das, was ich gerade erläutert habe. Das ist eine Übergabe von Krupp-Thiemannshof nach Bochum-Langendreher über Bochum-Nord. Ihr seht das Ausfahrsignal, zwei Flügel und wie sich der Zug durch diese Weichenverbindung schlängelt. Auch zu meiner Zeit war die 221 da schon im Einsatz. Dann kam später die 215 und dann war auch für mich der Wagenmeisterdienst zu Ende. Aber die 232 ist nach den Bildern, die ich gesichtet habe, auch da im Einsatz gewesen. Das heißt, alles, was an starken und guten Diesellokomotiven verfügbar war, wurde da eingesetzt. Ihr seht, wie lang der Riemen ist. Man sieht hier sehr schön einen Brammzug von Rheinhausen angekommen. Und das ist so das, was klassisch im Bahnhof ein- und ausgegangen ist. So, wenn wir jetzt ins nächste Bild schauen, dann sehen wir nämlich genau, dass dieser Zug nachgeschoben wurde, weil die Zuglast absolut überschritten war. Und jetzt ein wunderbarer Blick in Richtung Bochum Nord und die Ausfahrt verfolgend dieses Übergabezugs nach Bochum Langendreher. Ja, kommen wir zu diesen Brammenzügen. Ich habe nach Bildern gesucht, aber es war unheimlich schwer. Zu der Zeit, Freunde, hat keiner Kameras mitgeschleppt im Betriebsdienst. Handykameras gab es nicht. Kleinbildkameras fiel man auf, wenn man die hatte. Das war teuer, ohne Blitz war da überhaupt nicht zu fotografieren. Manchmal wünschte ich mir, dass es damals solche Technologien gegeben hätte, wie wir die heute haben. Ihr seht einen klassischen Sams 710 Sechsachser. Die sind prädestiniert für diese Transportarten. Und die Brammen sind wesentlich dicker, die in der Stahlindustrie zum Walzen verwendet werden. Aber ich habe das mal hier als Beispiel genommen. Und die Beilagen aus Holz, die sind hier noch gebunden. Das waren die Brammen nicht. So wurde das gefahren von Rheinhausen. In der Regel waren die von der Stärke so, dass von der Grenzlast des Güterwagens drei draufpassten. Und diese Brammen wurden also dann auch, weil die nie hundertprozentig gerade waren, mit Holz unterlegt, damit die schön sauber liegen blieben und sich nicht bewegten während der Fahrt. Ja, und ganz wichtig war, es gibt tatsächlich eine sogenannte Einwalzseite. Die waren farblich markiert und die Güterwagen mussten richtig rumstehen. Es war also tatsächlich so, dass die mit der richtigen Richtung in die Walzstraße mussten. Und wenn man da mal Umleiterverkehre hatte und die Güterwagen verkehrt rumstanden, gab es einen Riesenkrawall mit Krupp. Das war so. Ja, und da erzähle ich mal die Geschichte von der Schaukelbramme. Dazu gehe ich nochmal zurück in die Kurve hier. Es war also so, dass auf diesem Dienstposten die Wochenenden zur Hölle wurden. Der Nachtdienst und der Tagesdienst an den Wochenenden wurde auf 12 Stunden verlängert, damit man mit zwei Personalen klarkam. Das heißt, der Nachtdienst begann Freitag um 21 Uhr bis Samstag um 7 Uhr. Der neue Dienstbeginn war 18 Uhr und der Feierabend war am Sonntag darauf um 6 Uhr. Am Sonntag 18 Uhr bis Montag 6 Uhr. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man diesen Dienst noch hatte während der Zeitumstellung, also wenn die Nacht eine Stunde länger war, dann waren das 13 Stunden. Und wie war das begründet? Ganz einfach. Die Strecke nach Gelsenkirchen-Wattenscheid, die ja die Brammzüge benutzten, um dann über Essen-Nord, Frillendorf, Speldorf, Hochfeld den Bahnhof Rheinhausen zu erreichen, wurde, wie gesagt, am Samstag um 17 Uhr zugemacht. Alle Schrankenwärter und Weichenwärter gingen in den Feierabend und der Verkehr musste aber weiterlaufen. Was wurde also gemacht? Die Züge verkehrten über Bochum Nord. Das heißt, kurz gesagt, die fuhren nach Bochum Nord, machten dort Kopf, fuhren durch die Kurve oben über Wanne-Eickel, über die Köln-Minder Strecke Richtung Duisburg und erreichten so Eppin in Rheinhausen. Natürlich auch umgekehrt. Ja, und so begab es sich eine Nacht, der Brammzug, der um kurz nach 0 Uhr ankommen sollte, auf den habe ich gewartet. Und es war so, dass sich unser 12-Stunden-Dienst dadurch zusammensetzte, dass wir tatsächlich hier von diesem Dienstposten zu Fuß nach Bochum Nord laufen mussten, dort die Lok abhängen,
Lok drumherum fahren, Lok anhängen, vereinfachte Bremsprobe, mit dem Zug runterfahren, Zug sichern, Lok abhängen, Lok an den nächsten Zug, volle Bremsprobe, mit dem Zug wieder rauf nach Bochum Nord, dort wieder die vereinfachte Bremsprobe und zurücklaufen nach Bochum Präsident. Und so kann man sich gut vorstellen, wie da 12 Stunden zusammenkam. So arbeitet kein Eisenbahner. Die richtigen Eisenbahner regeln das anders. Das heißt, die Lokführer wussten, wenn sie selbst Kopf machen in Bochum Nord und runterkommen mit ihrem Zug, dann ist schnellstmöglich hier gewechselt, an den neuen Zug angebunden, die volle Bremsprobe gemacht und dann geht's retour. Warum war das so wichtig? Weil die Kollegen sonntags morgens von Rheinhausen Fahrgast zurück mussten. Und wenn die ihren Zug nicht kriegten in Rheinhausen, mussten die da 2 Stunden warten. Und deswegen waren alle daran interessiert, dass der Betrieb so flüssig wie möglich lief und das wurde auch so gelebt. Ja, und so begab sich dann der Tag, dass der berühmt-berüchtigte Opa Scholz, das war eine Kanone, der hatte eine Aussprache wie ein Whirlpool. Wenn der am Telefon stand, war der ganze Schreibtisch nass. Das war auch ein Witzbold. Und dieser Opa Scholz, der fuhr also zügig, ich stand hier im Bahnhof, war Sommertag, und er fuhr zügig durch die Kurve, da ich schon gedacht habe, mein lieber Herr Gesangverein, du hast es aber eilig. Also man konnte richtig den letzten Wagen des Brandzuges schlingern sehen. Und ja, dann passierte nichts und dann passierte nichts. Und das war so, wenn man die Schlusslichter Richtung Bochum Nord hat verschwinden sehen, dann dauerte das so in der Regel 20 Minuten und dann tauchten die Spitzenlichter der Lok auf. Die tauchten dann auch irgendwann auf, aber irgendetwas stimmte an dem Zug nicht. Ich stand also quasi jetzt hier, etwa an der Stelle, mit Hemmschuh schon bewaffnet, um die Lok abzuhängen und den Zug zu sichern. Und der kam ganz langsam runtergefahren von Bochum Nord, fast Schrittgeschwindigkeit. Und dann kam er immer näher und immer näher und ich sah, dass er sich weit aus dem Führerstandsfenster lehnte, also bis zum Bauchnabel raushing und ganz vorsichtig den Zug beobachtete. Und auf einmal sah ich dann in dem Teil dunkel, was da los war. Da hatte sich tatsächlich eine Schaukelbramme, ich muss jetzt mal, Schaukelbramme ist also eine, die ist wie ein Flitzebogen. Und da hatte wohl Krupp Hölzer dazwischen gelegt. Die Hölzer waren aber nicht ausreichend. Das heißt, diese Bramme hat sich oben auf dem Wagen während der Fahrt komplett gedreht. Und das ist ihm erst in Bochum Nord aufgefallen. Das heißt, der ist die ganze Zeit gefahren, ohne das zu bemerken. Und in Bochum Nord beim Vorbeifahren am Zug sieht er, wie die Bramme schief steht. Und will Feierabend machen und fährt das letzte Stück auch noch so. Aber natürlich dann so vorsichtig, dass er das immer unter Beobachtung hatte. Dass da nichts passiert ist, grenzt an ein Wunder. Es grenzt wirklich an ein Wunder. Denn diese Wagen, diese Außenkante der Wagen, bei den 709er und 710ern, sind die absolute Grenze des Lichtraumprofils. Alles, was darüber steht, steht im Profil, wie wir Eisenbahner gesagt haben. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet hat, dass der das tatsächlich geschafft hat, da runterzukommen. Die Kruppianer, die da mit der Rangierlok den Zug hochzogen, die haben nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Die sind dann auch entsprechend vorsichtig gefahren. Was hätte man auch machen sollen? Man kann so eine Bramme nicht mal eben korrigieren oder drehen. Die sind auch teilweise noch sehr heiß gewesen. Das kam noch dazu. Und das Gewicht. Ja, also das war schon ein ordentliches Kraftpaket, so eine Bramme. Also es ist bei Krupp einmal passiert, da hat der Magnetheber vom Kran einen Wackelkontakt gehabt. Da ist so eine Bramme aus 5 Metern auf so einen Wagen geknallt. Also wer den Begriff tiefer gelegt nicht kennt und den Wagen gesehen hätte, der hätte gewusst, was tiefer gelegt heißt. Da war also alle Tragfedern gebrochen und der ist an Ort und Stelle verschrottet worden, weil er so stark beschädigt war, dass sich eine Aufarbeitung nicht lohnte. Ja, und dann immer das gleiche Ärgernis. Diese Wagen haben ja die Kopfklappen für Panzerverladung und für Fahrzeugverladung. Und immer wieder hat Krupp diese Kopfklappen nicht aufgestellt. Das war für uns Wagenmeister ein Riesenärgernis, weil wir dürfen Züge, wo die Kopfklappen nicht aufgestellt sind, nicht verkehren lassen. Warum nicht? Der Berner Raum, also der Raum für den Kuppler, muss frei sein. Und dann wurde immer argumentiert, ja, das sind ja Ganzzüge, die pendeln ja zwischen Rheinhausen und Präsident. Was soll denn da passieren? Nee. Wenn ein Wagen ausgesetzt werden muss zwischendurch, weil ein Schaden dran ist, dann muss der Rangierer kuppeln und entkuppeln können. So, Punkt. Und da habe ich also Gefechte ausgestanden ohne Ende. Ich habe aber immer darauf beharrt, dass die Kopfklappen hochgestellt werden. Und alleine schafft man das nicht. Da muss man also wirklich mit 2 Mann ran, sonst bricht man sich das Kreuz.
Deswegen habe ich dieses Foto, das kam mir sehr gelegen, ausgewählt. Ja, dank an Martin Wetzel aus Essen. Ich habe das Foto einfach mal geklaut, weil ich keine Fotos zur Verfügung habe selber, aber ich kommerzialisiere das ja nicht. Ich denke mal, das geht in Ordnung. In der Zeit, wo ich nicht mehr Wagenmeister war, ist die Baureihe 240, es gab ja damals zwei Prototypen, testgefahren worden. Alle Lokführer, die ich in dem Rahmen gesprochen habe, waren begeistert, aber der sture Beamtenapparat der Deutschen Bundesbahn konnte sich dann nicht für begeistern. Es war eine sechsachsige Lokomotive mit Dieselantrieb, die wollte man nicht haben. Die Loks haben funktioniert, sie haben auch die schweren Brammzüge den Heißner Berg raufbekommen und sind mit allen Problemen auf der Strecke gut fertig geworden. Wir sehen übrigens hier das alte Reiterstellwerk im Bahnhof Essen Nord. Das ist also die Strecke, die diese Brammzüge klassisch verkehrten. Hier nochmal ein sehr schönes Bild von der Schutzweiche und dem Prellbock in Präsident Aufhang Schmarrnberg, auch wieder der Ausfahrt einer 221. Das ist der alte Personenbahnhof Bochum Präsident. Ihr seht auch hier die Schieflage des Gleises, die Überhöhung und hier die Kante des Bahnsteigs und die ist deswegen so zerhämmert, weil damals da die ganzen Güterwagen lagen. Also das sind nur noch Fragmente vorhanden. Ich weiß nicht, ob der heute überhaupt noch existiert, aber das ist ein sehr schönes Bild, was die Situation, die Betriebssituation an der Stelle auch gut darstellt. Das Ganze von der Straße aus gefilmt oder fotografiert mit dem Bergbaumuseum im Hintergrund. An den Autos erkennt man, wann das etwa gewesen ist, Opel Kadett, Golf 1, glaube ich, oder 2 und Opel Rekord im Hintergrund. Von anderer Stelle, das ist eine klassische Übergabe nach Langendreher, hundertprozentig, TAEAS-Wagen, also Schwenkdachwagen mit Colts. Das ist das Streckengleis nach Thiemannshof, da ist die Lok LZ unterwegs, also in den eigentlichen Krupp-Bahnhof, wenn man so will. Auch nochmal eine Aufnahme an fast gleicher Stelle. Und 16.016 am Bahnsteig in Bochum Nord, der ja lange, lange, lange noch Bestand hatte. Und ihr seht hier auf dem Gleis auch einen Übergabezug. Ich denke mal an, das wird Wanne sein und interessant, aber da kommen wir gleich noch zu, sogar noch Bochum Nord. Hier die Übergabe zu den Stahlwerken mit den Colts. V90, genau. Auch nochmal Bahnhof Bochum Nord vom Bahnsteig aus. Sehr schöne Aufnahmen. Bin sehr dankbar, dass die mir zur Verfügung gestellt worden sind, weil wirklich selten. Ja, zwischen den Brammenwagen waren auch immer noch die sogenannten Eierbecher eingefügt. Eierbecher, Thermoblöcke, das heißt, der Stahl wurde da drin warm gehalten und die waren nicht so ganz ohne, weil die meistens auf den alten SAMMP 705 Wagen verladen waren. Und das war auch ein Kreuz. Diese Fahrzeuge stammten noch aus der Zeit des Dritten Reiches, waren da zum Panzertransport vorgesehen und hatten eine HIK-Bremse, also eine Hildebrand-Knorr-Bremse. Und was ich mit diesen Zügen erlebt habe, das ist übrigens der Bahnhof Präsident ganz im frühen Stadium. Ja, ihr seht hier um die Brücke der Strecke der Nokia-Bahn und hier die ersten Gleise, das ist dann später hier noch erweitert worden. Das ist eine sehr alte Aufnahme. Und diese Wagen hatten ein Riesenproblem. Die hatten dermaßen undichte Hauptluftleitungen, dass eine normale Bremsprobe so gut wie nicht möglich war. Das wussten alle Planlokführer, haben sich darauf eingestellt und eine Dichtigkeitsprüfung, wie die vorgeschrieben ist bei der vollen Bremsprobe, konnte ja gar nicht gemacht werden. Die funktionierte einfach nicht. Wenn man die Wagen bezettelt hat, in die Werkstatt geschickt hat, dann kamen die genauso wieder, wie man die hingeschickt hat. Weil da hätte man tatsächlich alle Rohre erneuern müssen. Das hat keiner gemacht. Die waren im Stahlverkehr unterwegs, hat das niemand interessiert. Und so kann ich mich erinnern, dass eine Lokführerprüfung auf der Baureihe 151 abgehalten wurde und der Amtsvorstand vom Maschinenamt Wanne als Prüfer da drauf saß und dann musste natürlich die Bremsprobe hundertprozentig vorschriftsmäßig gemacht werden. Und ich trete an die Lokomotive heran, ich hatte schon gesehen, dass hohe Tiere da waren und habe mich gemeldet: Wagenmeister, volle Bremsprobe, ist die Leitung dicht, können wir anlegen. Nein, Herr Wagenmeister, die Leitung ist nicht dicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mal gucken, wo die Undichtigkeit ist. Ich wusste genau, was auf mich zukommt. Ich bin also an dem Zug längs gelaufen,
Und von den Schlauchkupplungen her und von allen anderen Bedingungen her war da nichts zu hören. Das waren so viele in Summe kleine Undichtigkeiten, die waren nicht zu hören. Dann bin ich zurück. Dann habe ich gesagt, ist der Zug jetzt dicht? Nein, der ist immer noch nicht dicht. Ich sage, dann müssen wir den Zug komplett aussetzen. Nimm meine Mappe raus, schreib einen Rotzettel. Und dann sagt der Amtsvorstand zu mir, Niermann hieß der, glaube ich. Niermann, ja. Genau, Niermann. Sie wollen doch jetzt nicht den ganzen Zug aussetzen. Ich bin auf Prüfungsfahrt. Ich sage, doch, Sie haben mir doch gerade gesagt, der Zug ist undicht. Ich kann offensichtlich keine Undichtigkeiten feststellen. Ich kann auch keine Undichtigkeiten beheben. So ist der Zug für mich schadhaft. Nach Brevo ist der nicht zulässig. Der verliert mehr als 0,5 Bar pro Minute. Also Feierabend. Der geht raus. Und dann auf einmal, ja, wir werden ja schon nach Rheinhausen kommen. Dann melden Sie den Zug mal Rheinhausen vor, dann soll Rheinhausen den komplett in die Werkstatt schicken. Aber wir wollen jetzt fahren. So, wenn Sie das sagen, dann machen wir das so. Dann haben wir die Bremsprobe gemacht, er ist gefahren. Ich habe in Rheinhausen angerufen, die Aufsicht, und dann hat er sich totgelacht, hat gesagt, ja, ist in Ordnung, ich stelle dann den Umlauf mal einen Tag in die Ecke und dann schere ich den wieder ein. Also so wurde damit umgegangen. Es war also tatsächlich so, die verloren innerhalb von einer Minute über ein Bar auf der Abluftleitung und Abschlussstellung. Das war schon gewaltig. Das Problem konnten wir aber nicht lösen, weil das eben sehr alte Fahrzeuge waren und wenig instand gesetzt worden sind. Aber sie waren ansonsten für die hohen Traglasten sehr zuverlässig. SAMMP 705. Da haben wir nochmal ein Bild. In Farbe, nicht mit so ganz guter Auflösung. Aber das waren unsere Eierbecher. Und da hatten wir immer regelmäßig mit zu tun. Hier mal eine sehr schöne Nachtaufnahme. Auch aus dem Bereich mit einer 221. Ja, man kann sich streiten, ob die Lackierung wirklich glücklich war. Ja, ich fand die rote eindeutig besser. Nochmal eine etwas andere Perspektive, das ist die 116 auch noch, die ist ja allseits bekannt. Und hier eine super schöne Nachtaufnahme, und zwar ist das hier Gleis 27 und hier wäre das Stellwerk PW. Ihr seht hier die Eisenbahner Autobahn. Da war also eine relativ große Lücke zwischen den Gleisen. Und das ist also klassisch jetzt eine Fahrt Richtung Diemannshof, eine Übergabefahrt mit leeren Wagen, die dann da sind ja Siemens 900 und SAH-Wagen schon mit Ladegestell für Kols. Das war so das, was Krupp typisch an Leerwagen bekam. Sehr schöne Aufnahme. Hier das Stellwerk PW mal jetzt von der anderen Seite. Also das Foto, was wir gesehen haben, ist faktisch hier hinter gewesen. Ja, und auf dem Stellwerk PW waren ein paar sehr spezielle Kollegen. Naja, teilweise sehr lustig, aber man konnte gut mit ihnen zusammenarbeiten und hatten auch nicht so viel zu tun. Die Position war aber trotzdem eine Schlüsselposition, weil die Einfahrt von Gelsenkirchen-Wattenscheid in den Bahnhof Präsident war auch nicht ohne. Und das Einfahrsignal musste also bei den Brammzügen gezogen sein, sonst war das Anfahren von dem Bahnhof Buchenpräsident auch eine Qual. Da sind also auch etliche liegen geblieben. Das war nicht ohne. Ein Blick ins Stellwerk PW. Und wer auch immer Fahrtreppenwärter ist, habe ich gefunden im Netz. Sorry, wenn ich es einfach so geklaut habe, aber ich habe keine anderen Fotos gefunden. Späte Zeit. Da sehen wir schon eine Nummer der Lokomotive 225. Wir sehen den 232 im Bahnhof Präsident. Und das ist hier das Stellwerk PW. Und das wäre die gerade Einfahrt gewesen. Und wie ich schon sagte, auch da mit einem schweren Brammzug anzufahren, war nicht ohne. Das Ganze jetzt nochmal mit einem ausfahrenden GZ. Hier sehen wir schön in der Aufnahme hinten die Stahlträgerbrücke, die beiden durchgehenden Güterzuggleise von Bochum Nord Richtung GW und dann weiter Richtung Essen Nord. Ja, und das war klassisch der Alltag in Bochum Präsident zu der Zeit. Gut, ich schaue auf die Uhr und stelle fest, wir haben schon 19:45 Uhr. Und da ja für das leibliche Wohl auch gesorgt sein sollte, machen wir jetzt 15 Minuten Pause und dann geht es mit dem Bahnhof Bochum-Riemke und ein paar anderen weiteren sehr interessanten Geschichten weiter.